weiterhin in der Tiroler Landeshauptstadt sichere und funktionierende End- und Versorgungsleitungen und Infrastrukturanlagen zu gewährleisten, wird auch im Jahr 2022 in notwendige Sanierungen und Optimierungen im städtischen Raum investiert. Zahlreiche Großprojekte werden in diesem Jahr umgesetzt. Auch im Bereich des Tiefbaus stehen einige Adaptierungen, Realisierungen und Instandsetzungen auf dem Programm. Mitte März beginnen in Bereichen der Heiliggeiststraße, Ilse-Brühl-Gasse, Müllerstraße und Leopoldstraße Bauarbeiten der TIGAS. Dabei werden die Fernwärmearbeiten, die letztes Jahr in der Maximilianstraße und Adamgasse stattgefunden haben, fortgesetzt. Dadurch wird der Fernwärmelückenschluss für die Reika hergestellt. Das Bauvorhaben ist in mehrere Bauabschnitte unterteilt. Die Baustelle hier soll beginnen mit ca. Mitte, Ende März. Dieser Abschnitt Heiliggeiststraße und Ilse-Brühl-Gasse wird ca. 3 Monate dauern. Dann parallel dazu wird ca. Ende April die Baustelle Müllerstraße starten, dauert auch ca. 3 Monate. Und dann in die Sommermonate ist geplant, den Abschnitt in der Leopoldstraße zu bauen, von der Müllerstraße bis zur Heiliggeiststraße, dieser Abschnitt. Also ausgebaut wird im heurigen Jahr einerseits die Heiliggeiststraße, andererseits die Ilse-Brühl-Gasse. Hier wird ausgebaut die Fernwärmeversorgung. Und zusätzlich zu diesem Projektabschnitt gehört noch der Ausbau der Leopoldstraße, wo einerseits auch wieder die Fernwärme ausgebaut wird. Noch zusätzlich noch Strom und Gas wird erneuert. Und noch zusätzlich der Ausbau der Müllerstraße von Bestand der Lieberstraße. Da wird wiederum ausgebaut die Fernwärmeversorgung, Gas wird erneuert und ebenfalls die Wasserversorgungsleitungen. Die Heiliggeiststraße kann während der Bauarbeiten so wie bisher in beide Richtungen befahren werden. Diese wichtige Öffi-Achse bleibt damit immer erhalten. In der Michael-Geismeier-Straße im Bereich Ilse-Brühl-Straße bis Leopoldstraße kommt es voraussichtlich in den Sommermonaten zu Umgestaltungsmaßnahmen. Also in der Michael-Geismeier-Straße werden im Bereich, wo die Schule ist, werden Gehsteigdurchziehungen gemacht, um die Querungen hier besser zu verdeutlichen. Das sind großzügige Gehsteigdurchziehungen. Hier hat der Fußgänger dann Vorrang gegenüber dem Fußverkehr. Es werden Attraktivierungen durch Baumsetzungen geschaffen, beziehungsweise die Parkplätze, also die Städtparkplätze, die auf der Südseite angeordnet sind, die werden wir zu Längsparken umorganisieren, um diesen Radfahren gegen die Einbahn zu ermöglichen. Anrainerinnen können während dieser Bauphasen private Stellplätze weiterhin erreichen. Informationen zu den Ansprechpartnerinnen bzw. weitere Videos zu den Baustellen finden Sie eingeblendet, sowie auf www.ibkinfo.at und den Social Media Kanälen der Stadt. Haben Sie technische Probleme mit dem Abspielen der Videos, helfen Ihnen Mitarbeiterinnen im Stadtteiltreff Wilten gerne weiter.